So beginnt und endet jedes Ninjutsu-Training beim Yamabushi-Dojo. Es zeigt schon ein bisschen, worum es bei der japanischen Kampfkunst geht. Im Ninjutsu geht es eigentlich gar nicht darum, kämpfen zu wollen, sondern den Kampf gewinnt man eigentlich dann am besten, wenn man gar nicht kämpfen muss. Und das versuchen wir auch zu vermitteln. Und eben auch Sanshin heißt das im Japanischen, Aufmerksamkeit. Also Aufmerksamkeit und Konzentration darauf zu richten, wo sind denn vielleicht Gewaltpotenziale, Gefahrensituationen und wie kann ich denen dann am besten aus dem Weg gehen, sodass ich eben nicht kämpfen muss. Wenn man das schafft, na, dann ist man eigentlich, dann betreibt man die beste Selbstverteidigung. Natürlich wird beim Ninjutsu aber auch gekämpft. Und das im Gegensatz zu vielen anderen Kampfkünsten auch mit Waffen. Keine Sorge, natürlich nur mit Trainingswaffen. Trainer Ruven Peters entwickelt dann Szenarien, die früher einmal genauso passiert sein können, um seinen Schülern neue Techniken beizubringen. Wir sind im Gefecht, wir müssen uns vorstellen, überall um uns herum ist gerade Schlachtengetümmel. Und wir haben unseren Bo oder unseren Speer, unseren Yari. Und er ist eben mit Katana bewaffnet. Und wir beide suchen die ganze Zeit eine Lücke in unserer Verteidigung. Er hat schon gesehen, dass ich die ganze Zeit nach unten angreife, nach oben angreife. Und er meint, er erkennt einen Rhythmus in unserem Angriff, in unserer Taktik. Ja? Und dann werden wir ihn gleich ausspielen. Er denkt, er erkennt unsere Taktik und dann arbeiten wir gegen unseren Rhythmus. Aber beim Ninjutsu geht es nicht nur darum, die alten Kampftechniken der Ninja zu erlernen. Tradition ist ein wichtiges Stichwort. Deshalb gehört eine Portion Interesse an der Kultur der Ninja und Samurai für die Mitglieder dazu. Die sieben Tugenden des Bushido, die ich auch unterrichte und dazu gerne auch für Fragen bereitstehe im Training bei den Kindern, Jugendlichen und bei den Erwachsenen. Also auch das ist uns wichtig. Wir trainieren nicht nur reine Selbstverteidigung, da würde uns sonst was fehlen. Ruven Peters ist schon seit 1999 bei Yamabushi mit dabei. Damals zog ihn die Tradition der Ninja und die Waffentechniken zum Ninjutsu. Ganz ähnliche Gründe hatten die Teilnehmer der Jugendgruppe, um die japanische Kampfkunst zu erlernen. Das, weil ich die Ninjas einfach richtig cool fand. Einfach halt, damit ich mich einerseits sicherer fühle. Dass wir fasziniert von der alten Kultur der Ninja waren oder allgemein von Japan und alles. Aber andererseits auch, damit ich halt sportlicher, aktiv bleibe. Dass es so abwechslungsreich ist. Und das ist in jedem Fall gegeben. Denn Ninjutsu beim Yamabushi e.V. bietet die Kombination aus Tradition, waffenlosen Techniken und Waffentechniken und Selbstverteidigung. Worum es beim Ninjutsu aber wirklich geht, haben die Schüler von Ruven Peters bereits verstanden und in ihren Alltag integriert. Hierdurch weiß man, wie man sich zu verteidigen hat, aber man weiß auch, wann man was machen kann. Nicht so wie, wenn man das woanders lernt, dass man einfach draufhaut, sondern dass man weiß, wie sehr man auch dem anderen Menschen mit manchen Sachen wehtun kann. Nicht, dass man wegen jeder kleinen Reihe auf dem Schulhof jemanden irgendwie das Schlüsselbein bricht oder so, das ist ja auch nicht das der Sinn hiervon. Ich achte auch viel mehr auf meine Umgebung auf einmal und ich sehe auch irgendwie viel mehr und versuche mich halt auch irgendwie so von unangenehmen Situationen so wegzugehen und alles. Wer auch an der japanischen Kampfkunst interessiert ist, findet weitere Informationen auf der Internetseite des Yamabushi e.V.